In all den Luchen und Lanken waren die Wasser erwacht. Die Kiefern lauschten und tauschten ihre Grüße sacht. Am Rande des Havellandes, unmittelbar vor den Toren Berlins, liegt Falkensee. Heimat für rund 45.000 Menschen. Alteingesessene wie Zugezogene. Gartenstadt, Wohnstadt, Freizeitstadt, Sportstadt, Familienstadt. Sehnsuchtsort für jene, die dem Trubel der Großstadt entkommen wollen und für die, die es aus der Enge eines Dorfes in die Stadt zieht. Wenn Leute hier nach Falkensee ziehen, die kommen hier auch her, weil sie sagen, hier will ich leben, hier ist es schön. Ja, ich glaube, das sind die Gefühle, wenn man an Falkensee denkt, schon irgendwo gespalten. Also aus dem Gefühl heraus ein ziemlich bunter, zusammengewürfelter Haufen. Falkensee ist nicht so groß, ist überschaubar. Es gibt weitaus schönere Städte als Falkensee. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben als in Falkensee. Man wohnt im Grünen, in guter Luft und ist aber trotzdem schnell in Berlin. Falkensee ist eine stadtgewordene Landschaft. Im Jahr 1923 entsteht aus zwei Dörfern eine neue Gemeinde. Sie gibt sich einen Namen, den es noch nicht gibt. Falkensee. Man hat von Falkenhagen die ersten beiden Vorsilben genommen, von Seegefeld die erste Vorsilbe und hat eine neue große Gemeinde Falkensee gebildet. Das ist tatsächlich auch festgelegt worden seinerzeit, also dass diese Betonung auf See ist, damit nicht ein falscher Eindruck dieses Namens entsteht, weil es gibt ja gar keinen Falkensee. Es gibt nur den Falkenhagener See. Im Mittelalter sind Seegefeld und Falkenhagen zwei unbedeutende Angerdörfer, nur einen Steinwurf voneinander entfernt, jedes mit seiner kleinen Kirche in der Mitte. Die mittelalterlichen Spuren sind nicht nur im Stadtbild bis heute erkennbar. Seegefeld wird 1265 erstmals urkundlich erwähnt, Falkenhagen wenig später. Über Jahrhunderte lebt hier eine Generation, so wie schon ihre Vorfahren. Es war ein relativ einfaches, schlichtes Leben in diesen Dörfern, das eigentlich vom Überleben gezeichnet war. Katastrophen mussten abgewandt werden, Feuersbrünste, Seuchen, die über die Seegefelder und Falkenhagener gekommen sind. Und immer der Erhalt der eigenen Familie, das Überleben, das Großwerden der Kinder, die Gesundheit, das stand im Vordergrund. Es gibt wechselnde Lehnsherren, das Land ist im Besitz von Adligen oder auch Klöstern. Ab dem 16. Jahrhundert gehören weitläufige Ländereien der berühmten Havelländerfamilie von Ribbeck, die hier auch ein großes Rittergut betreibt. Mit der Industrialisierung bricht auch für die Dörfler ein neues Zeitalter an. Rein zufällig an der Strecke Berlin-Hamburg gelegen, ist der Bahnhof Seegefeld, heute der Bahnhof Falkensee, plötzlich ein Tor zur Welt. Die Bahnabbindung ab 1846 war der Entwicklungsmotor schlechthin. Auf einmal war dann Falkensee der heutigen Form ganz dicht dran an Berlin. Das, denke ich, war eine ganz wichtige Zäsur, wo Menschen aus Berlin rauskamen als Ausflügler und man Tische rausstellte, die Berliner einlud, zu bleiben. Und das waren Hunderte. Das waren mehrere Sonderzüge, die überfüllt waren. Die wollten die Umgebung Berlins entdecken und sind mit weiten Wanderungen durch unsere wunderschönen Laubwälder gestriffen. Und haben natürlich versucht, sich auch ein bisschen Freizeit zu gönnen und so wie wir es heute auch machen, ein schönes Wochenende zu verbringen. Was wäre eine Landpartie ohne Gartenwirtschaft? Der Gasthof Finkenkrug liegt mitten im Wald. Er zieht Ausflügler in solchen Scharen an, dass dort ein wilder Halt entsteht, zunächst noch ohne Bahnhof. Im Frühjahr 1870 wandert Theodor Fontane vom Bahnhof Finkenkrug Richtung Norden. Er schwärmt. Links zwitscherten die Vögel im Wald, nach rechts hin dehnte sich die Wiese.
mit Tausendschön, Ranunkel und rotem Ampfer gesprenkelt. Alles war Heiterkeit und Friede. Mit dieser Bahn war auch es möglich, Industrie anzusiedeln. Produkte konnten direkt mit der Bahn verteilt werden. Und dieses kleine Gebiet an der Bahnlinie hat auch eine enorme Entwicklung genommen. Immer mehr Berliner möchten der zunehmenden Enge der Großstadt nicht nur am Sonntag entfliehen. Das Rittergut Seegefeld, mittlerweile samt seiner Wiesen-, Wald- und Weideflächen im Besitz eines Unternehmens, wird parzelliert und an Bauwillige verkauft. 1893 wird in Bahnhofsnähe zudem die Anlegung einer Kolonie genehmigt mit dem Namen Neufinkenkrug. Der Acker weicht städtischen Villen. Während das vorher eben diese Dorfbevölkerung war, waren es jetzt Städter, die auf einmal kamen, Berlinerinnen und Berliner, die natürlich auch ganz andere Erfahrungen mitgebracht haben, die ganz andere Erwartungen mitgebracht haben. Es entstehen vor allem großbürgerliche Villen. In Neufinkenkrug leben und in Spandau oder Berlin arbeiten ist die Devise der wohlhabenden und gebildeten Zugezogenen. Für die Bewohner Falkenhangs und Seegefelds in ihren doch recht einfachen Hüfner- und Korsettenhäusern mit Lehmfachwerk, Stroh gedeckt, offenem Rauchfang, war es bestimmt schwierig zu akzeptieren, dass es die Villen gibt. Ich habe Berichte aus den 20er Jahren gelesen, da, wie das damals zuging auf dem Bahnhof und die ganze Situation so miteinander. Da habe ich gedacht, huch, ist das aus unserer Zeit, weil es sich sozusagen so wiederholt. Bei der Bahn gilt bis Nauen der Vororttarif. Auch für weniger Betuchte ist Pendeln eine Option. Der Traum vom Häuschen im Grünen lässt sich in so manchem Ortsteil erfüllen. In Neusegefeld, Waldheim, Falkenhain oder Falkenhagener See. 1920 leben auf dem Gebiet der heutigen Stadt Falkensee etwa 4000 Einwohner. Darunter sind mehr Zugezogene als Alteingesessene. Von 1900 bis 1914, 1915 hat sich die Stadt ja schon verdoppelt gehabt in der Bevölkerung in einer relativ kurzen Zeit. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hat sich die Bevölkerung sogar verdreifacht auf fast 25.000 Einwohner. Das war eben wirklich prägend, weil immer neue Leute nach Falkensee kamen und der Anteil der Neufalkenseer immer größer wurde, der Anteil der Altfalkenseer im Verhältnis natürlich immer kleiner wurde. Also man hatte schon damals dann ganz schön große Herausforderungen, auch schulbildungsmäßig, Verkehrsachsen, die Elektrifizierung. War ein großes Thema. Ne? Anfang der 1920er Jahre sind die Dörfer nur noch durch einen Grenzgraben getrennt, der heute noch durch den Gutspark führt. Die Dörfer mögen sich zu Beginn der Weimarer Republik groß und wichtig erscheinen. Tatsächlich sind sie in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht eher durchschnittlich. Wären beide Dörfer einzeln für sich geblieben, Falkenhagen und Seegefeld, dabei rede ich wirklich nur von dem Dorf Seegefeld, hatte das Dorf Seegefeld keine Entwicklungsmöglichkeit mehr in seinen Grenzen, sich zu entfalten und auch ein starker Partner an der großen neuen Hauptstadt Berlins zu sein. Ne? Ich glaube, dass es eben die führenden Köpfe, die damals führenden Köpfe waren, die für sich erkannt haben, diese Herausforderungen nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Zuzug, den wir hier haben, den kriegen wir nicht alleine jedes Dorf für sich in Griff. Nach dem Vorbild Berlins beschließen Falkenhagen und Seegefeld den Zusammenschluss zu einer Gemeinde. Mit Falkensee steht ab 1923 ein ganz neuer Name auf der Brandenburger Landkarte. Schulen, soziale Einrichtungen werden nun gemeinsam unterhalten, die Verwaltung zusammengelegt. Als erstes stellt man fest, das gerade vor 5 Jahren fertig gewordene Rathaus ist viel zu klein.
Und deswegen hat man sich dann schon in der Zeit entschieden, das Rathaus nochmal zu verdoppeln, also nochmal zu spiegeln. Bei der Gelegenheit ist dann auch der Rathaussitzungssaal entstanden, weil man gesagt hat, okay, wir haben jetzt auch mehr öffentliche Veranstaltungen, wir haben einen größeren Rat, der über politische Entscheidungen hier debattieren muss und wir brauchen also auch einen größeren Raum, um das Ganze zu machen. Und so ist das heutige Rathaus dann zustande gekommen, was dann 1928, also 5 Jahre nach der Fusion, auch eingeweiht werden konnte und ja bis heute genutzt wird. Tatsächlich denken die Gründer Falkensees schon vor 100 Jahren vor allem an die zukünftige Entwicklung, an weiteres Wachstum und das nicht nur durch die Eingemeindung weiterer Ortsteile, sondern durch weitere Parzellierung und die Ansiedlung neuer Bewohner. Wir kennen alte Pläne, wo eben tatsächlich schon so viel auch Straßen drauf zu sehen waren und Wohngebiete drauf zu sehen waren, dass man von 50.000 Einwohnern und Einwohnern ungefähr ausgegangen ist, auf die man auf jeden Fall kommen würde, sodass also diese 50.000 eigentlich damals schon das war, was auch die Gründungsmütter und Gründungsväter von Falkensee als möglich und wahrscheinlich angesehen haben. Falkensee hat geworben, kommt und kauft Parzellen, und errichtet hier euch euer Häuschen. Das war ein Einfamilienhausstandort. Das waren also im Regelfall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen in gehobener Position. Das waren sehr viele Beamte seinerzeit auch schon. Der klassische Arbeiter, Industriearbeiter, konnte sich ein Einfamilienhaus nicht leisten. Die Lebensqualität ist hoch. Falkensee hat den Bewohnerinnen und Bewohnern viel zu bieten. Sie genießen die Natur. Zugleich wird Falkensee nachgerade etwas städtisch. Der Nationalsozialismus mit all seinen Schrecken verändert die ganze Welt und die junge Landgemeinde Falkensee. Bei den Reichstags- und Landtagswahlen am 5. März 1933 waren in Falkensee 11.521 Bürger stimmberechtigt. Von 10.700 abgegebenen Stimmen haben 4.765 die NSDAP gewählt. Also nicht ganz die Hälfte, aber doch ein großer Anteil. Das NS-Regime benötigt Heerscharen von Beamten und nicht wenige wählen als Wohnort das beschauliche Falkensee. Von 1933 bis 1945 werden zahlreiche Menschen wegen ihrer Herkunft, Gesinnung, Religion, sexuellen Orientierung oder Krankheit verfolgt, vertrieben, verschleppt und ermordet. Eine alte Dame hat mir eben auch erzählt, dass sie als Kind gesehen hat, wie Juden hier die Bahnhofstraße oder damals die Adolf-Hitler-Straße runter zum Bahnhof getrieben wurden. Schild um Hals, ohne Gürtel, mit runterhängender Hose und geschlagen wurden. Das Haus, das die jüdische Dichterin Gertrud Kolmer mit ihrer Familie bewohnt, wird zwangsversteigert, ihre Eigentümer vertrieben. Gertrud Kolmer wird zur Zwangsarbeit in einer Fabrik in Berlin verpflichtet. Sie gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen. Und ihre Werke sind mit viel Wärme. Sie sind vielleicht nicht auf dem ersten Blick sofort verständlich. Aber wenn man sie das zweite Mal gelesen hat und sich ein bisschen mit der Biografie dieser Frau auch beschäftigt hat, sind es einzigartige Gedichte. Der Flieder neigt sich welk in zarter Trauer. Stolz glüht der Rotdorn im Gewitterschauer. Er lächelt unter tausend blut'gen Wunden. So ist die Lieb, die du bei mir gefunden. Sie beugte sanft sich dir wie weißer Flieder, schaut jetzt wie Rotdorn flammend auf dich nieder. Sie wurde in einer Fabrikaktion, das ist in Berlin 1943 passiert, mit dem 32. Osttransport nach Auschwitz deportiert und vermutlich dort sofort ermordet. Reichsministerien, Wehrmacht und private Rüstungsindustrie siedeln in Falkensee Betriebe der Kriegsproduktion an. Die D-Mark Fahrzeugwerke Falkensee GmbH soll tausende moderne Panzer montieren.
Es gab im Umfeld Berlins kaum einen größeren Betrieb als diese D-Mark, die Deutsche Maschinen AG, die dann später Alcat wurde, die dann in dieser Größenordnung produziert hat. Als Arbeitskräfte werden 10.000 Mann und 4.500 Ostarbeiter benötigt. Das KZ Sachsenhausen lässt von einem Häftlingskommando in Falkensee ein Außenlager errichten. Und nicht nur dort werden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene ausgebeutet. Es gab unheimlich viele Zwangsarbeitslager, die uns bis heute nicht mal in ihrer Vollständigkeit auch wirklich bekannt sind. Der Schrecken des Krieges, den Deutschland über die Welt gebracht hat, holt mit dem Beginn der flächendeckenden alliierten Bombardierung deutscher Städte auch Falkensee selbst ein. Da wir nun genau im Westen von Berlin liegen und die Bomber im Regelfall aus dem Westen gekommen sind, also aus England, und haben jede Nacht Angst gehabt, jede Nacht wieder im Keller, weil fast jede Nacht irgendwelche Bombenalarme waren. Zum Ende des Krieges hin wurde es hier natürlich sehr schwierig, weil hier ja noch die letzten Kämpfe zum Teil stattgefunden haben und noch kurz wenige Tage vor Kriegsende noch die letzten Männer hier rekrutiert wurden. Wenn die nicht mitkamen und den Dienst an der Waffe verweigerten, wurden sie einfach an der nächsten Laterne aufgehängt. Und dazu kam gegen Kriegsende dann noch der Flüchtlingsstrom, von denen auch dann wiederum noch etliche in Falkensee erstmal untergekommen sind, sodass damals schon mal, aber durch also Mehrfachnutzung der Einfamilienhäuser mit 2, mit 3 Familien manchmal, wir davon ausgehen, dass das so deutlich über 30.000 Menschen waren, bis zu 40.000 Menschen. So genau gewusst hat es dann gar keiner. Auch als der verheerende Krieg 1945 endlich vorbei ist, bleibt es eng in Falkensee. Das ehemalige KZ-Außenlager ist zu einem riesigen Flüchtlingslager umfunktioniert für Flüchtlinge, Waisenkinder, Kriegsheimkehrer. Es mangelt an allem. Die Menschen versuchen wieder etwas aufzubauen. Vom Kunsthonig über Nudeln bis zur Zigarette, den Schnaps, den man noch brauchte, die chemische Fabrik, hat man versucht, hier aus eigener Kraft ab 1945 wieder einen Start zu gewinnen. Falkensee liegt in der sowjetischen Besatzungszone, direkt an der Grenze zwischen Ost und West. Eine auch nach Gründung der DDR zunächst noch durchlässige Grenze. Es gab da dieses Pendeln, wie, was wir heute noch kennen, in einem ganz typischen Maß. Also der typische Falkenseher, die typische Falkenseherin, die gearbeitet hat, hat eigentlich in Berlin gearbeitet in der Zeit. Doch viele Falkenseher zweifeln, ob das so bleiben wird. In der DDR wohnen, in West-Berlin arbeiten. Zu Tausenden kehren sie der Stadt den Rücken. Die Mund-zu-Mund-Propaganda lief. Wer noch versuchen will, den Staat der DDR zu verlassen, der solle das in den nächsten Wochen unternehmen. Einigen ist es auch geglückt, peu à peu mit Koffertransporten das Hab und Gut nach West-Berlin zu schaffen und letztendlich noch vor dem 13. August 1961 in West-Berlin zu landen. Und das war natürlich damals auch eine wirklich oft dramatische Entscheidung in den Familien, weil die Leute zogen nicht mal einfach um von einer Mietswohnung in eine andere, sondern die meisten von denen, die eben sich entschieden haben, dann sich in Sicherheit zu bringen, haben ein Haus aufgegeben, ein Familienhaus, Eigentum aufgegeben. Manche haben ihr Hab und Gut nicht verlassen wollen und sie sind hier geblieben. Für sie war es die Heimat, genauso wie es für mich die Heimat war. Ich habe das ja in der eigenen Familie erlebt. Meine Eltern haben monatelang miteinander gerungen oder mit der Situation gerungen, ob sie nun im Prinzip nach Berlin gehen oder nicht. Meine Eltern hatten sich am 12. August entschieden, dann endgültig nach West-Berlin zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt fuhr die S-Bahn noch. Aber damals haben sie eben, wie wir dann hinterher oder meine Eltern hinterher erfahren haben, alles, was nach Familie aussah, alles, was nach Weggehen aussah, eben verhaftet rund um Berlin rum, auch an anderen Bahnhöfen. Und erst mal festgehalten, bis dann am nächsten Tag die S-Bahn eben nicht mehr fuhr, weil der Bahnhof geschlossen wurde und die Stacheldraht quer rübergezogen worden ist. Wenn meine Eltern sich einen Tag früher entschieden hätten, in West-Berlin zu bleiben, wäre ich halt in West-Berlin aufgewachsen und so bin ich dann in Falkensee aufgewachsen. Durch den Bau der Mauer sind alle Verbindungen nach West-Berlin gekappt. Vom begehrten Vorort, dem Tor zum Havelland, wird Falkensee zu einem unbedeutenden Flecken im Schatten der Mauer.
Falkensee war abgehängt, das muss man so sagen, weil einfach die Lebensader, nämlich nach Berlin, die Falkensee ja geprägt hat und heute wieder prägt, in der Zeit schlicht nicht existierte. Es war ein Riesenproblem, die vielen Leute, die in Berlin gearbeitet haben, die plötzlich arbeitslos waren und die man in Arbeit bringen musste. Falkensee macht das Beste aus der Situation. Es entstehen einige volkseigene Betriebe. Die Betriebe, die wir hier hatten, wenn man mal jetzt diese industrielle Entwicklung nimmt, die haben wahnsinnig vielen Menschen Arbeit geboten. Der Landmaschinenbau, das Trafowerk. Meine Mutter hat dann im Trafowerk in Falkensee gearbeitet, weil sie nicht mehr nach Berlin fahren konnte. Oder VEB Gablona oder die Möbelwerke. 1961 wird Falkensee das Stadtrecht verliehen. Aus der einstigen größten Landgemeinde Europas wird eine DDR-Kleinstadt. Es wird teilweise zumindest gesagt, das war auch ein Trostpflaster. Warum? Weil Städte wurden besser versorgt. Und es ging natürlich immer auch um Versorgung in der DDR. Und man hat sich, sag mal, damals davon versprochen, dass also die Lebensmittelversorgung und Versorgung mit anderen Sachen durch den Stadtcharakter dann letztendlich etwas besser wird. Doch die Tage des ewigen Wachsens sind Vergangenheit. Im Stadtbild macht sich Trostlosigkeit breit. Es wird wenig verändert, kaum etwas erhalten. Baugrundstücke verwildern. Der Bevölkerungsschwund hält an. Wenn ich es an meiner Kirchengemeinde verfolge, kann ich sagen, die Gemeinde war eine sterbende Gemeinde bis zum Fall der Mauer, weil es kaum noch Taufen gab, kaum Kinder noch gab. Die Alten wurden immer mehr, die an dem Ort eben gebunden waren und sich eine Veränderung nicht mehr vorstellen konnten und die Jungen versuchten wegzuziehen. Die DDR hatte, oder die DDR-Führung, hat Falkensee nicht als Wachstumsort gesehen, sondern eher als Grenzort, wo man eine Entwicklung nicht gewollt hat. Insofern war das als Wohnort etwas, was komplett stagniert hat. Doch die Bewohner Falkensees sorgen dafür, dass Falkensee lebenswert bleibt. Eine Stadthalle wird auf Eigeninitiative von örtlichen Betrieben und Einwohnern errichtet, nicht als staatlich verordneter Planbau, sondern von Bürgern für Bürger. Ganze 10 Jahre wird daran gebaut. Alles war grau, richtig. Alle hatten eine Ofenheizung, richtig. Falkensee konnte sich nicht entwickeln, würde ich nicht so sagen. In kultureller Hinsicht gab es unsere einzelnen Ortsteilkulturhäuser und Clubhäuser und unsere Freilichtbühne am See, den Falkenseer Sommer. Also, dass es einen Stillstand gab. Aber im Rahmen der Möglichkeiten hat Falkensee alle Möglichkeiten in der Zeit der Diktatur, es war ja eine, genutzt. Der Fall der Mauer ist ein Glücksfall für ganz Deutschland. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Und für Falkensee noch einmal ganz besonders. Der Mauerfall, der war für Falkensee wahnsinnig schön. Auch die Feierlichkeiten, die danach kamen. Das sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Falkensee, die sich hier eingefunden haben, um die Spandauer zu begrüßen. Mann, wahnsinnig schön. Die Brücke der Sympathie, das größte Volksfest, was Falkensee überhaupt jemals gesehen hat, ist damals von Falkenseern und Bewohnern aus dem Kreis Nauen initiiert worden. Und man hat im Prinzip ein großes Dankefest an die Spandauer gerichtet, weil nach dem 13. November, als hier zwischen Falkensee und Spandau die Mauer fiel, sind ja die Falkenseer und die Bewohner des Kreises Nauen alle in Spandau eingefallen. Wir durften umsonst Bus fahren, wir haben Begrüßungsgeld gekriegt, wir aßen alle irgendwann mal unseren ersten Döner. Und damit mussten natürlich die Spandauer auch klarkommen, dass sie jetzt von den Naunern und Falkenseern überrannt wurden. Und dafür ein Dankeschön, das war die Brücke der Sympathie. 4 Tage müssen Falkenseer und Spandauer sich mangels Grenzübergang nach dem eigentlichen Mauerfall am 9. November 1989 noch gedulden, bis sie sich an der heutigen Spandauer Straße in die Arme fallen können.
weil in diesen 4 Tagen so viel passiert ist und so viel sich verändert hat, so die Erwartungshaltung sich so komplett verändert hatte, dass das unendlich einem vorkam oder etwas sehr lange vorkam, bis dann tatsächlich innerhalb eigentlich kurzer Zeit nach 4 Tagen dann dort die Mauer geöffnet wurde. Da wurde ja auch ein Stück Straße neu gemacht, damit man rüber kam. Man kam wieder raus aus der Stadt und guckte und versuchte, hier Fuß zu fassen. Die Verbindungsadern waren wiederhergestellt und die Berliner erkundeten ihr Umland und die Falkenseer Berlin. Der Untergang der DDR ist unaufhaltsam. Ein Großteil der DDR-Bürger favorisiert eine möglichst rasche Wiedervereinigung Deutschlands. Das war also tatsächlich epochal und für die Leute etwas, was keiner wirklich erwartet hatte und wo dann natürlich auch eine Menge Erwartung dran hing, aber auch, muss man sagen, Befürchtung. Nicht alle Westdeutschen und Berliner kommen wegen der frischen Landluft. Viele kommen, um ihren Anspruch auf ehemaliges Eigentum geltend zu machen. Wir haben damals auch dann ganz schnell über Wohnungsbau diskutiert, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass Leute, die aus ihren Häusern raus müssen, überhaupt in Falkensee bleiben können. Solche Aspekte haben dann die Stadtpolitik sofort natürlich auch beschäftigt und da mussten Entscheidungen getroffen werden. Nach der Wende erlebt Falkensee sofort einen ungeahnten Boom. Die Bevölkerung wächst rasant. Der Altersdurchschnitt sinkt rapide. Plötzlich kamen die Familien raus mit vielen Kindern. Und ich habe in der Gemeinde zum Teil Familien mit 4, 5 Kindern, was man in Berlin ja fast gar nicht erlebt. Und dadurch ist Falkensee eben auch eine sehr schöne, junge Stadt. Man war eben schnell in Berlin. Man musste nicht 1,5 Stunden jeden Tag nur in der Bahn sitzen, je nachdem, wo man in Berlin gewohnt hätte. Berlin ist ja eine Riesenstadt. Und hier war man schnell. Von hier aus war man super schnell, schneller als bei manchen Berliner Bezirken in Mitte. Und das war das eine, dann die günstigen Preise, aber auch schön. Es war ruhig, es war grün, sehr schöne Wohngegenden und das hat uns sehr gefallen. Die Nachfrage nach Bauland ist riesig. Doch all die Familien brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch die passende Infrastruktur. Und das schnell. Im heutigen Gymnasium Vico von Bülow haben wir 11 Monate gebraucht von dem Gedanken, wir müssen dort einen Erweiterungsbau hinsetzen, bis wir eingezogen sind. Also der Wettlauf der Infrastrukturentwicklung, der Schulentwicklung, Kitaentwicklung mit der Zuzugsgeschwindigkeit, die wir hier hatten, das war schon eine riesige Herausforderung. 1990 hat die Stadt 22.000 Einwohner. 20 Jahre später sind es bereits 40.000. 2/3 der Falkenseer Bevölkerung besteht ja aus Zugezogenen. Und es waren also viele Familien in der gleichen Situation wie wir. Und so war die Kontaktaufnahme nicht schwer. Also die Leute, alle haben ja neue Bekannte gesucht und man lernte gerne die neuen Nachbarn kennen. Auch wirtschaftlich erlebt Falkensee einen Aufschwung. Schon 1991 errichtet die Firma Herlitz in Falkensee eine große Niederlassung. Anders als die meisten Städte Ostdeutschlands schrumpft Falkensee nicht nach dem Mauerfall, sondern wächst und prosperiert. Falkensee wird wieder, was es einmal war. Eine attraktive, permanent wachsende Stadt vor den Toren Berlins. Die Bahn fährt wieder von und nach Berlin. Sie bringt Pendler, Ausflügler, Neugierige, Spekulanten, Zuzugswillige, Engagierte. In vielen Vereinen setzen sich Freiwillige für Kultur, Sport und die Zukunft der Stadt ein. Ich denke, die Stadt profitiert sehr vom Ehrenamt, weil wir zum Teil Dinge in die Hand nehmen, um die sie sich nicht kümmern kann. Also ich rede jetzt nicht nur vom Bürgerverein Finkenkrug, sondern es gibt ja zahllose Initiativen hier in Falkensee, die alle ehrenamtlich unterwegs sind. Dieser Input ist sicherlich auch für die Stadt sehr, sehr hilfreich. 100 Jahre nach seiner Gründung, mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall, stößt Falkensee an seine Grenzen. Das verfügbare Bauland ist genutzt. Die von den Gründungsvätern angestrebte Einwohnerzahl ist so gut wie erreicht. Die Entwicklung wird jetzt tatsächlich ankommen. Falkensee kommt an und kann deswegen auch zukünftig andere Prioritäten setzen, als wir es bisher gemacht haben. Was Falkensee für die Zukunft braucht, ist vor allem eine qualitative Aufwertung. Was können wir machen, dass es angenehmer wird, hier zu leben? Wir haben natürlich schon begonnen mit der Entwicklung, die eben auf die Attraktivität der Stadt setzt, auf das, was man eben außerhalb von Arbeiten und Schlafen gerne in einer Stadt haben möchte. Bestes Beispiel für die Zukunft ist hier das Hallenbad. Das Hallenbad wurde
seit der Wende immer zudiskutiert. Da gab es immer wieder Träume, die dann nicht in Erfüllung gingen. Jetzt geht der Traum von ganz vielen Falkenseherinnen und Falkenseher in Erfüllung. Falkensee war immer Veränderung. Es ist eine Stadt geworden, in die Menschen kommen, um zu bleiben, die sich, zusammengewürfelt wie sie sind, großen Herausforderungen gestellt haben und sie gemeistert haben, die unermüdlich weiter neue Ideen entwickeln und sie umsetzen. Ich glaube, in 20 Jahren, wenn wir Glück haben, wird die Stadt noch deutlich attraktiver sein, um hier zu wohnen. Aus der Perspektive, glaube ich, von vielen Leuten in meinem Alter würden wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr Abendgestaltung wünschen, im Sinne von vielleicht einer Bar oder sogar einer Disco oder sowas. Das würde ich mir auch wünschen, dass Falkensee noch ökologischer wird, dass man die alten Ortsteile gut pflegt, denn das ist schon ein Schatz, den Falkensee da hat. Ja, ich würde mir wünschen, dass Falkensee bis 2040, bis 2045 klimaneutral wäre, dass wir es schaffen, hier zukunftsgewandt zu denken und hier auf lokaler Ebene eben Antworten zu finden. Was mir wichtig ist, dass die vielen EhrenamtlerInnen hier erhalten bleiben. Wenn das bleibt und wenn die Politik mitspielt, dann kann Falkensee was richtig Geiles werden, auch für junge Leute in Zukunft. Und da habe ich einfach mega Lust drauf, dass die tollen Menschen hier erhalten bleiben und dass man in Zukunft ganz viel gemeinsam weitermachen kann, auch in den nächsten 100 Jahren.